Grüß euch von dem Gerecht Innsbruck. Heute sind wir im Stadtteil Wilden. Unser Thema Verkehr und mehr. Da haben uns jetzt einen Haufen Eltern angerufen, aber auch Teile der Lehrerschaft und haben gesagt, da in der Michael-Geismeier-Straße, Leopoldschule, ehemalige, dort, wo ich Hauptschule gegangen bin, das ist schon sehr lange her. Jetzt heißt die Fritz-Prior-Schule. Da haben sie den Straßenraum komplett umgestaltet. Wie man sieht, einen Haufen Parkplätze geopfert, das wissen wir eh schon, das ist eh schon bald normal. Und was haben sie gemacht? Es ist dort kein Tempo 30er sichtlich dicht im Schulbereich. Das heißt, die Autofahrer können da rumfahren, wie sie wollen. Und was noch viel wilder ist, es gibt keinen Schutzweg oder Zebrastreifen. Das heißt, die Schüler müssen die Straße queren, ohne Schutzweg. Und laufen natürlich Gefahr, da mit den Autos in Konfrontation zu gelangen. Also ich muss jetzt sagen, jetzt wollten sie einerseits die Grünen Innsbruck Tempo 30 flächendeckend und da, wo es wirklich notwendig wäre, wo die Leute die Straße queren, man sieht es da jetzt eh, da ist nicht einmal dieser Schutzweg angeordnet, da ist Gefahr in Verzug. Zuständig, die Frau Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzel wird ja da abgewählt, aller Voraussicht nach am 25. Jänner. Und jetzt gehen wir auf das andere Ende dieser Straße und schauen uns, wie es da ausschaut. Grüß dich, servus. So, jetzt sind wir am anderen Ende dieser Straße und haben uns das umgeschaut, da genau dasselbe. Also es fehlt ein Schutzweg, ein Zebrastreifen. Da ist um sehr, sehr viel Geld eine extrem teure Pflasterung reingemacht worden. Es weiß kein Mensch warum. Genauso ist von dieser Seite nicht feststellbar, dass da eine 30er-Zone ist. Es ist nicht feststellbar, dass da eine Schule ist in der Nähe. Also quasi keine Warnung, Kinder auf der Straße mit irgendeiner Kennzeichnung oder Achtung Schulweg. Das heißt, es ist auf dieser Seite genauso unsicher wie drüben, wo die Leopoldstraße ist. Also letztendlich gehört es schnellmöglichst verbessert. Es ist Gefahr in Verzug für die Kinder. Und ich möchte jetzt an die Verantwortlichen appellieren, endlich Gas zu geben, weil es kann jetzt nicht sein, dass man ganz Innsbruck eben Tempo 30 machen will. Und bei solchen Sachen, wo es wichtig ist, schlaft man halt wieder. Bitte Gas geben. Macht es gut. Servus Innsbruck. Servus Tirol. Servus, grüß dich. Ja, ist schon unglaublich. Hab's da umgestaltet.